Hallo Freunde der Astronomie. Ich hatte vor ein paar Tagen wieder die Möglichkeit, meine GoPro Hero 8 mal im Havelland am dunkelsten Sternenhimmel Deutschlands oder an einem der dunkelsten Plätze Deutschlands aufzustellen und habe mal geschaut, was die GoPro so an Nachtkapazitäten hat, ob man da wirklich die Milchstraße gut darstellen kann. Und ja, es funktioniert gut. Man muss bloß die richtige Einstellung für die GoPro finden. Ich schreibe die unten nochmal in die Beschreibung rein, welche Einstellung wichtig ist, und dann könnt ihr auch solche Aufnahmen machen. Ja, leider zogen in der ersten Hälfte der Nacht immer mal Schleierwolken durch und die Nachbarn haben neuerdings mehrere Bewegungsmelder überall angebracht, die dann aufblitzen. Das ist nicht so schön. Aber jetzt sieht man hier von links schon die Sommermilchstraße, die schräg über den Himmel nach oben zieht, reinziehen, und unten ist die Schildwolke und die Sagittariuswolke. Ja, und die Nächte sind sehr kurz und es wird schon wieder hell. Ja, dann zeige ich euch nochmal ein paar nachbearbeitete Aufnahmen. Da kann man dann nochmal einige Details besser sehen. Und wenn jetzt die Perseiden im August kommen, werde ich das auf alle Fälle nochmal ausprobieren, weil man kann wirklich die Sternschnuppen ziemlich gut darstellen. Ich habe immer 30 Sekunden belichtet, jedes Frame. Dadurch ist die Nacht auch relativ kurz geworden. So, ja, hier nochmal mit Lightroom Photoshop nachbearbeitet. Da kann man unten schön die Schildwolke und die Sagittariuswolke sehen. Und nach links oben zieht sich dann das Sternenband der Sommermilchstraße hoch. Sternbildadler kann man gut erkennen. Hellste Stern Altair. Ich habe nochmal die Beschriftung rangehauen. So, da ist jetzt mal eine kleine Sternschnuppe. Und Unterschiede zwischen Sternschnuppen und Satelliten kann man gut isolieren, weil die Satelliten sind meistens auf mehreren Frames verteilt und die Sternschnuppen immer bloß auf einem. Das hier ist ein Satellit, der zog über den Himmel, der war auf drei oder vier Bildern insgesamt drauf. So, hier links nochmal eine Sternschnuppe und rechts ganz schwach daneben eine Satellitenspur. Ja, also zur Sternschnuppenüberwachung ist die GoPro wirklich super geeignet. Ja, hier nochmal ein Satellit. Und als letztes kommt jetzt, glaube ich, noch mal links eine ganz kleine Sternschnuppenspur. Genau, da ist eine ganz kurze helle gewesen. Die ist wahrscheinlich senkrecht zur Kamera eingetaucht. Fast senkrecht, sodass die Spur kurz ist. So.